gezielte Behandlungsmethoden. Guten Tag, willkommen zur Klinik Sprech Asklepios Gesund in Kirsten Kahler, Ärzten der. Herzlich willkommen zur Heilsendung. Die Behandlung von Tumoren. Man sagt ja, die Sicht stets die Operation. Situationen kann auch einem helfen und der Spezialist. Bei mir ist Professor Chefarzt der Radiologie an der Asklepios Klinik. Professor Brüning. Sehr gern. Bevor wir über die Verfügung stehen, in welcher Sicht, warum in diesem Fall bei Ihnen jetzt? Die Tumoren ist natürlich nicht immer, die Situation kann sehr unterschiedlich sein, dass Patienten behandelt sind. Rat suchen, Patienten noch nicht behandelt, zum Beispiel durch eine Operation. Wir gemeinsam mit Kollegialen, also Internisten, in meiner Disziplin, dass ich den Patienten vielleicht helfe, überlegen immer im beste Verfahren, in der, um weiterzuhelfen. Das heißt, man hat sich vorher besprochen, Ihnen, in diesem aufgehoben ist, beleidet. Das heißt, man, was wird dann das von Ihrer Behandlung? Also es gibt Möglichkeiten und das kommt halt sehr darauf an. Es gibt nur, sondern es gibt natürlich einmal eine oder es sind oder. Ja. Zwei, zum einen, ich kann verkleinern, sodass eine Operation möglich ist. Das ist durch häufig beschreiben weiterhin. Oder versuchen die Herde einfach um lange Pausen zu ermöglichen. Das wäre aktives Vorgehen. Ja, was? Inaktive Tumoren dann der Blutversorgung ab und dass wir ihnen Medikament geben, um auch zu unterbinden. Also das ist was dann werden kann, sehr gut wirkt. Sagen, ihn von der Zufuhr angern lassen, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Mhm. Es gibt verschiedene Methoden, die wir jetzt sprechen. Ich fange mal an. Chemosaturation. Was für. Die Chemosaturation ist Zugangswege braucht. Das in der Leiste mit einem Gang und Leberarterie, wo wir direkt an den Herd einspritzen. Nur durch diese Irrung in die Leberarterien, da genau vor Ort die Konzentration fast über einem normalen venösen Zugang. Das andere ist aber, dass wir noch einbringen, Blut sammelt nach und dann durch Mechanismus herausnimmt aus dem Körper, das filtert und zurückgibt. Das ermöglicht uns nochmal eine. Das heißt, in der Leber haben wir Dosis und kommt der restliche Körper. Tolles Verfahren, sehr aufwendig. Weil, wenn man es nicht sauber macht, natürlich auch kommen in die Hände des erfahrenen Zentren. Das hört sich auch kompliziert, da brauchen Sie eine Menge Leute. Also es sind drei Teams, diesen Eingriff, der dauert insgesamt. Aber mit einer wir machen das in Jahren etwa. Es ist so, dass der Eingriff in Narkose, weil er so unglaublich schmerzt, einfach eine belastende Situation. Einige Katheter beteiligt haben geschult, die Narkoseärzte sind natürlich geschult, also die Radiologen. Und dann nicht noch den Pumpe und den Filter, der einer und der natürlich bei uns vor Ort ist und zwischen diesen einzelnen Gruppen ist erfolgreich abzuhören. Ja, das hört sich ja zu schön eigentlich an, um was geht das denn für jeden? Der ist über die CE-Zertifizierung, der ist zugelassen in einem speziellen Medikament. Auch nachvollziehbar, wir nicht in so einem irgendetwas geben können, sondern durch den Filter zum Beispiel eliminieren, auf dieser speziellen Route, nämlich durch die Arterie machen. Momentan zumindest noch Tumorarten behandeln, im Wesentlichen zwei will besonders gut behandelbar. Der Hautkrebs, also das schwarze Hautkrebs, das Melanom, das Aderhautmelanom, vom Auge ausgeht, nicht behandelbar ist und mit sehr, sehr gute aus irgendwelchen Biomann ja kennt, ausgerechnet aus dem metastasiert in die Leber. Fast selten woanders hin. Definitiv eine behandeln können und auch sollten, weil das Verfahren ist. Und Art ist lebereigener, schlecht behandelbar Typen und auf jeden Fall eine Betrachtung, ob das ist. Ja, genau. Wenn so viele sind, dann ist das findet man nicht überall, nicht, oder? Also Zentren in Deutschland, mit denen sind wir auch im Austausch. Technische, die man auch austauschen soll, die Zahl der Aktiven einer Hand abzählen, ja, muss man sagen. So wissen. Habe ich mir notiert, CE, Chemoembolis, drei Begriffe für eine Sache. Was steckt dahinter? Technischer Begriff. Ja. Darf mal so sagen, das ist vielleicht von der gerade Beschreibung. Das ist ein verwendetes Verfahren. Erklären, warum. Vorteil von der auch da voll nutzen. Wir über die Leiste eingehen, würden in die Leber dann zunutze machen, zum Beispiel Lebermetastasen arteriell versorgt sind. Normalen Leberzellen sich Fortader, also aus dem Bauch, natürlich toll, weil wir dann sozusagen mit irgendeinem Medikament überwiegen, nämlich zu Metastasen handeln können, ohne dass wir Wirkungen in dem normalen Patienten. Hervorragend, das nehmen wir natürlich gerne wahr. Mobilisation
kommt er aus. Das heißt, es ist nicht, es ist mit einer Leiste gut behandelbar, geht auch deutlich schneller, eine halbe Stunde und eine Zeit mit Aufbau. Er ist also in der Regel auch sehr gut verträglich. Und man kann diese Saturation auch wiederholen bieten, um einfach diesen Tumor langsam zu deaktivieren zum Beispiel. Man gibt direkt in das, ist das die Sache? Die Chemoembolisation ist ja dieser technische Begriff, das hat einmal die Sachen drin. Die Embolisation, und das sind kleine Kügelchen, die 10 Millimeter haben, man kann sich aussuchen. Und Kügelchen werden vorab schon die Chemotherapeutika gebunden, so kleine Raumschiffe, die da geschwemmt werden. Und spezielle Eigenschaft, dass sie eben bleiben und von 24 Stunden das Therapeutikum abgeben maximiert wird. Und Reihe auch zum Beispiel, aber auch einige Menschen. Ja. Und das ist sozusagen ja, regelmäßig. Okay. Dann gibt es ja noch eine, die heißt Mikrowellenablation. Ein bisschen anders, oder? Mikrowellenablation ist halt anders. Das kann man teilgesteuert, was wir. Auch hier, wie bei den anderen, brauchen wir natürlich eine Steuerung. Hier ist es so, dass wir nicht nehmen, sondern wir würden eine führen, meistens wo es keinen Schaden macht, bildgesteuert aufgehen. Mhm. Das kann man in den Tumor. Und durch Sonde weniger als Wahnsinn. Das macht keinen Sinn, dass es den Herden macht, weil das einfach zu riskant dann wäre. Die große Stärke von der Aktion ist einfach, dass wir eine Kontrolle haben. Wenn man nicht so viel weiß, aber eben ganz gezielt, ich sag mal so etwas, gibt und da gezielt so erhitzen, dass die Ionen einfach absterben. Aha, im Vergleich mit der Mikrowelle. Das heißt, gibt man ja kein Medikament und verkocht ihn. Wenn man so will, also richtig zu viel Hitze, aber man erhitzt schon so, dass die Tumorzellen. Ja, was merkt der Patient erstmal nicht so angenehm? Wir machen, angenehm zu sein, auch diesen. Aha, nein, wir Eingriffe machen, wir wollen ja, wir wollen deswegen. Machung ist es ein Schmerz, Unwohlsein, wenn das so droht, haben wir eine Erhöhung oder richtig. Es gibt aber auch, nicht ohne Schmerz lokal mitten in der Leber ist, dann spürt, kann es auch weitgehend nehmen. Das ist im Einzelfall zu besprechen, selbstverständlich. Interessante Gespräche. Und wir sind Asklepios.com auf Facebook oder im Werden Sie gesund.
Radio